Wir wollen natürlich auch über Technik reden in Horst Schleif. Herzlich willkommen zurück hier ins Studio. Ja, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, auch die gesamte Diskussion, die momentan stattfindet, spricht man ja sehr, sehr oft über mechanische Pflegemaßnahmen. Also genauer über das Thema Hacke und Striegel. Und auch dessen haben wir uns im Unternehmen angenommen. Wir sind da mittlerweile im vierten Jahr angekommen, wo wir uns ganz, ganz intensiv damit beschäftigen, was kann man denn an der Hacktechnik besser machen, was sind die Anforderungen neben Präzision, natürlich auch Haltbarkeit, aber auch Ausstattungsvariabilität, um unterschiedlichen Reihenabständen gerecht zu werden, unterschiedlichen Kulturen gerecht zu werden. Gehen wir in den anderen Bereich rein, in den Striegel, also wenn es eher darum geht, flächiger zu arbeiten, ganz an der Oberfläche oder auch ein bisschen tiefer, steckt natürlich auch wiederum der Teufel im Detail. Eine große Bandbreite an Anwendungsbedingungen von sehr, sehr schonend im Blindarbeiten bis sehr aggressiv, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Kruste zu brechen. Ja, da hat sich im Unternehmen mittlerweile ein ordentliches Fundament gebildet, was Technik betrifft. Um da nochmal ein Update zu geben, habe ich meine beiden Kollegen gebeten, den Andreas Bogner und den Johannes Schmidt, uns einfach nochmal zusammenzufassen, wo wir da stehen, was die Erkenntnisse sind und wo natürlich auch ein Stück weit die Reise hingeht. Wir haben das vorher aufgezeichnet und deswegen freue ich mich jetzt auf ein kurzes Video mit den beiden Kollegen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir werden heute über unsere Hybridlandwirtschaftsmaschinen sprechen. Und mein Name ist Johannes Schmidt. Wir haben hier uns einen Cura 24 und Cura 9 mitgebracht. Und ich werde zunächst einen kleinen Überblick über die vergangene Saison geben. Also, was haben wir daraus gelernt? Was ist so, sage ich mal, die Hauptpunkte gewesen? Und dann werde ich eben noch den Cura 24 vorstellen. Guten Tag, ich zeige euch den Cura im Dreipunktbereich etwas genauer, unserem Striegel von 6 bis 15 Meter. Auch dort hat sich einiges getan. Neue Entwicklungen, sehr spannend. Mein Name ist Andreas Bogner, ich freue mich drauf. Die vergangene Saison war sehr durchwachsen. Wir haben in weiten Teilen Deutschlands oder im deutschsprachigen Raum ja, Probleme damit gehabt, dass die Bestände zwar sich entwickelt haben, aber es waren sehr feuchte Bedingungen. Dementsprechend waren die Zeitfenster zum Hacken ja, sehr klein. Es hat dazu oft geführt, dass die Pflanzen sich zwar entwickelt haben, aber dementsprechend schnell auch das Unkraut und wir haben aber durch die Witterung nicht ins Feld konnten. Das hat dazu geführt wiederum, dass wir mit dem Kamerasystem dann hier und da auch an Grenzen gekommen sind. Es war so, dass das Unkraut leider überwachsen hat und daraus geschlossen haben wir eben zum einen, dass wir auch im Bereich der manuellen Steuerung was machen werden, beziehungsweise eben auch am Kamerasystem uns noch ein bisschen beschäftigen werden. Zum anderen hat sich aber unser Grundprinzip bewährt, denn wir wollen sehr flach schneiden und irgendwo auch schlagkräftig sein. Dementsprechend konnten wir die kleinen Zeitfenster, die wir hatten, konnten wir nutzen mit unseren Maschinen. Und dadurch, dass wir sehr flach abgeschnitten haben, war es eben so, dass der Boden sehr schnell austrocknet, da wo wir gehackt haben und somit eben das Unkraut dann auch zum Austrocknen gebracht hat. Zum anderen war es so, dass wir eben einen Nachlaufstriegel auch hinter der Maschine haben, um den Oberboden dann auch zum Abtrocknen zu bringen und das Unkraut noch schneller zum Vertrocknen zu bringen. Ich denke, dass wir dort auch in dem Bereich einiges gelernt haben wieder und ich freue mich auf die kommenden Saisons, denn da wird noch einiges gehen und ich denke, es bleibt spannend. Auch dieses Jahr konnte der Cura ST wieder seine Stärken im Feld zeigen. Vor allem der variable Einsatz von sehr feinen Arbeiten bis sehr aggressiven mit viel Zinkendruck macht es möglich, in den verschiedensten Bedingungen gute Arbeit abzulegen. Und genau das haben wir versucht, noch weiter zu erweitern. Es gibt ein paar Neuerungen, wie zum Beispiel der Mulchsaatzinken. Mit diesem Mulchsaatzinken ist es möglich, dann auch mit organischem Material zurechtzukommen. Weitere Sachen, um das Ganze etwas variabler im Einsatz zu machen: Wir haben hinten an der Maschine, wie wir sehen, eine Brücke, wo wir die Räder variabel positionieren können und auf die Schlepperspur einstellen. Wo wir gerade bei den Rädern sind, schauen wir uns die Halterung etwas genauer an. Das ist bewährtes Konzept, einfach zu verstellen mit den Bolzen. Wir haben das Ganze etwas erweitert, dass wir noch mehr Verstellweg haben, vor allem nach unten, um mehr Rahmenhöhe zu generieren für Dämme, wenn wir zum Beispiel Kartoffeldämme striegeln. Des Weiteren ist auch eine Position, dass wir das Rad ganz hoch nehmen, sozusagen aus der Arbeitsposition, vor allem die äußeren Räder, macht es durchaus Sinn, die mal aus dem Arbeitsbereich zu nehmen, wenn wir die nicht in den Kulturen
laufen haben möchten. Das Ganze ist ja etwas schmäler, damit wir weniger an der Kultur beschädigen. Jetzt stehe ich gerade vor einer neuen Maschine, der erste Cura 9 ST. Wir haben also unsere Arbeitsbreiten erweitert nach unten mit 6 Meter, 9 Meter und dann wie gehabt 12, 13,5 und 15. Bei den 6 und 9 Meter, diese haben wir, wie wir hier sehen, dreiteilig aufgebaut. Das heißt, wir haben einen linken Flügel und rechten Flügel, der hochklappt. Diese können wir auch einseitig klappen, um somit im Spitz noch besser arbeiten zu können. Was besonders ist bei der 9 Meter Variante, um diese ja, im üblichen Transportmaß unter 4 Meter hinzubekommen, auf 3 Flügel bedarf es einigen Tricks. So haben wir zum Beispiel in der Mitte den Drehpunkt nach unten gesetzt und wir können die Zinken anziehen. So schaffen wir es auf unter 3 Meter Transporthöhe für den Cura 9 Meter. Mit dem Cura 6 ST haben wir nun auch die Möglichkeit, kleinere Schlepper zu verwenden ab 80 PS. Bei Cura 6 und 9 ist auch eine K2-Anhängung. Und bei diesen Maschinen haben wir, wie gewohnt, bei 12, 13,5 und 15 Meter auch alle Zusatzausstattungen. Das heißt, stufenlose Zinkendruckverstellung, Hartmetall für den Zinken, egal ob 125 oder 100 Grad, Elektromagnetventil zur Einsparung eines Hydraulikanschlusses, Nachlaufstriegel, auch das Future unserer Vorgewendestellung, dass wir die Flügel seitlich anwinkeln können, ist standardmäßig verbaut. Noch ein kleiner Ausblick für die Zukunft. Diese Maschinen wird es in der ganzen Bandbreite mit Mini-Drill geben. Das heißt, wir bauen einen Mini-Drill auf. Ab 9 Meter ist es dann sogar mit Doppelturm, um Halbseitenabschaltung möglich zu machen. Und das Ganze wird verwendet, um zum Beispiel Untersaaten auszubringen. Und somit ist die Maschine noch variabler einzusetzen. Nachdem wir ja interessante Einblicke jetzt zum einen zu den Dreipunktmaschinen bekommen haben, aber auch zur vergangenen Saison, wollen wir jetzt nochmal über den Cura 24 hier sprechen. Ja, das ist die allererste Maschine, die wir gebaut haben in dem Segment der Cura 24 Maschinen. Und die Maschine hat etwa sagen wir 2000 Hektar, gute 2000 Hektar gelaufen, ist jetzt wieder hier zur Überarbeitung in Schwandorf und wird dann im Frühjahr wieder ins Feld gehen. Dementsprechend ist sie auch hier und da nachgearbeitet, weil wir eben einige Themen in der Saison auch gelernt haben und wiederum dann in die Überarbeitung gesteckt haben. Die Besonderheit hier an der Maschine ist, dass wir nicht nur eine enorme Arbeitsbreite haben, sondern auch die Grundeigenschaften von unseren Dreipunktmaschinen übernommen haben. Also das Zinkensystem, das Federsystem ist in dem Aufbau gleich. Sprich, wir haben einen Zinkendruck irgendwo im Minimalbereich 300, 400 Gramm bis über 5 Kilo. Die Besonderheit aber auch an der Maschine ist, dass wir hier komplett über Load Sensing und Isobus arbeiten. Das heißt, genauer gesagt, dass wir hier nur 3 Steuergeräte bzw. 3 Schläuche brauchen. Wie gesagt, Load Sensing und die Einstellung der Maschine in der Höhe und im Zinkendruck erfolgt ja, komplett über das Terminal, über ein Isobus-Terminal und dementsprechend können wir die Maschine stufenlos und präzise einstellen. Bringt eben den Vorteil mit sich, dass der Fahrer nicht mehr aussteigen muss, um Änderungen vorzunehmen, aber auch flexibel auf verschiedene Bedingungen reagieren kann. Also wenn wir im Feld ja, Bodenunterschiede haben, der Bestand ja, unterschiedlich gut entwickelt ist, dann können wir eben dort einfach aus der Kabine zum Beispiel den Rahmen verändern, was so am Markt eigentlich derzeit nicht verfügbar ist. Das Thema von Load Sensing und Isobus bringt natürlich dann noch weitere Vorteile mit sich, denn wir können auch hier im Bereich Automatisierung etwas machen. Dort ist jetzt der Fall, dass wir Section Control haben, sprich die Maschine kann zum Beispiel nur auf etwa 2,5 bis 3 Meter arbeiten. Der komplette Rest ist ausgefahren und bearbeitet nicht mehr den Boden. Zusätzlich ist es dann so, dass wir in Zukunft natürlich weiterarbeiten wollen, unabhängig des Fahrers immer das gleichbleibende, präzise Arbeitsergebnis zu haben. Also, dass wir unabhängig von dem Fahrer, ob der die Fläche jetzt kennt, den Boden gleich gut bearbeiten oder die Kultur eben gleich gut striegeln. Das sind Themen, womit wir uns eben befassen und zum Beispiel hier mit dem Cura 24 am nächsten dran sind als, ich sag mal, Innovationsträger. Zum Aufbau ist es so, wir haben 5-teilig geklappten Rahmen und eben immer solche Stützradpaare, wie wir sie hier jetzt sehen. Dort ist es so, dass ich, wie schon gesagt, die hydraulisch ansteuern, sodass wir da eben auch diese Funktion mit dem Section Control verwirklichen können. Zum Leistungsbedarf ist es
so, dass wir den Vorteil hier haben, dadurch, dass die Maschine aufgesattelt ist, brauchen wir keinen sonderlich großen Traktor, um das zu stemmen. Ich sage mal, es geht los bei 200 PS etwa, aber nach oben hin sind dann eher selten Grenzen, denn wenn man die 24 Meter ordentlich einstellt und ordentlich auf Griff stellt, dann ja, ist es schon so, dass man eine gewisse Leistung braucht. Zu den Einsatzzwecken begeben wir uns eben im gleichen Bereich wie mit den Dreipunktmaschinen, also von Blindstriegeln im Vorauflauf bis hin zu Kulturen im Zweiblattstadium zu striegeln. Dreiblattstadium wie jetzt hier zum Beispiel im Frühjahr, wie wir es auf dem Video sehen. Dort ist es so, dass wir ein Sommergetreide haben, das wir ganz vorsichtig, ganz sensibel nur bearbeiten wollen. Wir verschütten kleine Unkräuter, aber verschütten natürlich auch gewissermaßen die Kultur. Aber was extrem wichtig ist, dass wir nichts rausreißen. Wir arbeiten diagonal zur Säerichtung, damit wir die kleinen Dämme, die die Drillmaschine bzw. der vorherige Striegelgang geschaffen hat, eben brechen und dadurch kleine Unkräuter verschütten. Das heißt, wir haben trotz der Arbeitsbreite eine enorm präzise Maschine. Und das ist hier eben wichtig, dass wir, egal ob wir 6 Meter breiten Striegel bauen oder eben 24 Meter oder vielleicht auch noch mehr bauen, dementsprechend immer ein präzises Arbeitsergebnis haben. Insgesamt ist noch zu sagen, dass wir hier an der Maschine auch das Horsch Connect verbaut haben. Wenn wir da mal in die Zukunft schauen wollen, wird es vermutlich auch so sein, dass wir eine Überwachung haben, dass wir sehen, was kann der Fahrer einstellen bzw. was hat er eingestellt, um dann zum Beispiel auch Arbeitsergebnisse abzuspeichern bzw. Arbeitsmodi abzuspeichern, um dann im Folgejahr sicherzustellen, dass man mit der gleichen Stärke im Zinkendruck und der gleichen Rahmenhöhe zum Beispiel arbeitet. Also da wird einiges kommen, sozusagen im Bereich Innovationen, aber auch in Präzision und man kann ruhig sagen auch schon im Bereich der Automatisierung. Zu den Stützrädern können wir noch erwähnen, dass wir hier uns komplett variabel begeben. Das heißt, wir können die Stützräder auf den passenden Reihenabstand einstellen, zum Beispiel 45-50 oder 75 cm ist kein Problem. Denn die Stützräder sind in diese Schiene geklemmt, sodass wir die eben entsprechend einstellen können. Im vorderen Bereich sind sie starr, aber dort können wir ein Rad abnehmen, um dann auf den Reihenabstand uns anzupassen. Somit können wir die Maschine von Einsatzzwecken, wie ich schon erwähnt habe, blindstriegeln bis hin zu Kulturstriegeln in Reihenabständen überall einsetzen. Zudem ist die Erfahrung auch da von den Betrieben, wo die Maschinen jetzt schon laufen, dass sie sehr gerne zum Acker-Schwarzhalten eingesetzt wird. Also irgendwo einfach vor der Saat den Acker nochmal bearbeiten, die kleinen Keimlinge rausziehen, die werden von der Sonne vertrocknet. Und so hat man eben die Möglichkeit, vor der eigentlichen Aussaat oder vor der Kultur eben das Feld nochmal zu bereinigen. Zusammengefasst, denke ich, haben wir hier eine ordentliche Palette an Maschinen, was eigentlich alle Arbeitsbereiten abdecken sollte. Und ich denke, dass wir dort auch in Zukunft noch einiges an Neuerungen sehen werden. Wir haben jetzt einiges gehört zum Thema mechanische Ungradregulierung und zum Thema Hybridlandwirtschaft. Das sind Themen, die an Wichtigkeit gewinnen und der ein oder andere von Ihnen beschäftigt sich bestimmt intensiv damit. Ja, die Entwicklung wird da zum einen, denke ich, an den Betrieben stattfinden, aber auch bei uns. Und ja, in Zukunft wird da, denke ich, noch einiges passieren. Wenn ihr Fragen oder andere interessante Themen habt, kommt gerne auf uns zu. Und ja, wir freuen uns auf die kommenden Saisons. Ja, ich denke, zu dem Thema gibt es auf jeden Fall Fragen. Herzlich willkommen, Andreas. Herzlich willkommen, Johannes, hier im Studio. Hallo. Andreas, zum Thema Striegel. Maximale Rahmenhöhe. Es wird ja immer diskutiert, was muss unter so einem Striegel durchgehen, wann brauche ich welche Höhe. Deswegen gibt es für mich da zwei Fragen. Einmal maximale Höhe und wann kommt die wirklich zum Tragen? Maximale Höhe vom Rahmen selber sind so 45 cm. Muss man aber dazu sagen, dass wir auch die Federn alle oberhalb des Rahmens haben. Also wir haben quasi im kompletten Rahmenbereich unten, den wir nutzen können und nichts, was die Kultur stören kann. Maximale Rahmenhöhe, zum einen hohe Kulturen, aber natürlich, wenn man sich Dämme vorstellt und wir stiegeln Kartoffeldämme, dann muss ich natürlich noch ein Stück weiter hochkommen. Und da haben wir jetzt noch die Möglichkeit, das Rad noch weiter nach unten zu machen. Das heißt, der Zinken geht dann nicht mehr ganz bis zum Boden, ist aber auch nicht so wichtig im Damm. Im Damm ist wichtig, die Flanke und nach oben zu striegeln und wir schaffen damit gute 50 cm Rahmenhöhe. Mhm. Genau. Johannes, Arbeitsbreiten, du hast den 24 Meter Cura intensiv vorgestellt.
Wir haben ja mittlerweile 6, 9, 12, 13,5 und 15. Gibt es da noch Lücken aus deiner Sicht? Ja, das ist für uns schon eine spannende Frage, denn zum einen haben wir ja die gezogenen Maschinen, wie jetzt 24 Meter und alle anderen, die du aufgeführt hast, im Dreipunkt. Ja, das ist noch die Arbeitsbreite dazwischen im Prinzip. Also 18 Meter machen wir uns schon auch Gedanken drüber. Im Dreipunkt wird es vermutlich nichts mehr, weil die Maschine dann A, zu hoch wird für den Transport, B, vermutlich auch zu schwer wird, damit man die noch ordentlich im Traktor im Dreipunkt fahren kann. Deswegen sind wir da gerade noch dran, auch ein bisschen zu schauen, was gibt es für Rückmeldungen aus den Märkten. Ist 18 Meter eine Arbeitsbreite, die gezogen Sinn macht? Ein bisschen kam da auch die Rückmeldung, dass gerade in ökologisch wirtschaftenden Betrieben immer wieder 9 Meter Arbeitsbreite relevant ist aufgrund der organischen Düngung, beziehungsweise Hackbreite 9 Meter und dann 18 Meter organische Düngung. Deswegen 18 Meter Striegel liegt auf der Hand, aber müssen wir schauen, was Rückmeldung kommt im Bereich 18 Meter und größer als 24 oder weitere Arbeitsbreiten. Ja, man munkelt schon, dass da hier und da nochmal vielleicht schon eine Zeichnung gibt, aber ja, auch wenn da aus dem Markt noch Rückmeldung kommt oder ihr da Bedarf seht, dann denke ich, kann man da vielleicht auch nochmal was machen. Also da auch als Aufforderung, wenn da Betriebe jetzt dabei sind, die sagen, das ist genau die Arbeitsbreite, die wir brauchen würden, kommt gerne auf uns zu. Wir wollen da weiterhin auch, wie im Video schon erwähnt, immer wieder auch mit dem Kunden und mit dem Landwirt zusammenarbeiten. Andreas, wir haben ja jetzt in der Vorstellung der Maschinen einen sehr, sehr starken Fokus auf den Striegel gelegt. Kommt ein Biobetrieb mit dem Striegel alleine zurecht? Die Frage kann man wahrscheinlich nicht so generell beantworten. Das kommt auf den Betrieb und die Konstellation und die Fruchtfolge drauf an. Also es gibt durchaus Betriebe, die mit einem Striegel allein zurechtkommen. Was spricht dafür, eine Hacke zu verwenden? Das sind Bedingungen, wie wenn man etwas schwerere Böden hat. Da ist generell der Striegel immer nicht so effektiv. Das heißt, das ist ein Grund dafür. Dann habe ich natürlich bei einer Hacke ein viel größeres Zeitfenster zu hacken. Weil beim Striegel, da muss ich die Unkräuter relativ klein erwischen. Sobald die zu gut verwurzelt sind, kann ich die mit dem Striegel nicht mehr ausreißen. Wenn ich da eine Hacke habe, habe ich schon mal viel größeren Einsatzzeitraum. Und auch allein die Bearbeitung durch eine Hacke ist natürlich auch etwas intensiver. Das heißt, dort kann ich mineralisieren und auch sozusagen die Kulturführung noch ein Stück weit mehr intensiver lenken wie ein Striegel. Wenn jemand das will, meistens ist es ein Thema von auch arbeitswirtschaftlich, weil mit dem Striegel bin ich natürlich viel schneller. Und wenn ich meine Fruchtfolge so aufgebaut habe, mit, sage ich mal, Kleegras und getreidelastig, dann gibt es schon den einen oder anderen, die das mit dem Striegel machen. Da ist dann wieder wichtig, dass man wirklich einen Striegel hat, wo man in die verschiedensten Bedingungen gut arbeiten kann und eingreifen kann. Dass der im aggressiven wie auch im sanften Bereich ordentlich arbeitet. Also zusammengefasst kann man sagen, ja, es gibt Betriebe, wenn Konstellationen zusammenpassen, aber in der Regel kommt dann im Biobetrieb meistens irgendwann der Punkt, es wird mit dem Striegel angefangen und dann kommt der Punkt, die Fruchtfolge wird erweitert, man hat typische Hackkulturen und dann geht man in die Hacke rein. Mhm. Genau, dann gibt es natürlich die Hacke auch noch in gewissen Spezialfällen oder Sonderfällen, wenn ich das im Getreide nutze, ja, das ist ja 25 und 30 cm Hacke, da geht es dann auch darum, wenn ich Gräserproblematik oder so im Getreide habe, was mit dem Striegel schwierig wird, kann man das mit der Hacke dann reparieren und hat nochmal mehr Effekt. Mhm. Okay. Genau. Johannes, wenn wir an den konventionellen Betrieb denken, wir merken ja, dass wir da schon, denke ich, auch viele Fragen bekommen von, neugierigen Praktikern. Wo siehst du da am sinnvollsten Einsatz oder den sinnvollsten Einstiegsmöglichkeit für einen konventionellen Betrieb, wenn es um das Thema Striegeln geht? Ja, da denke ich, sollten wir zunächst mal schauen, wo ist der Knackpunkt im konventionellen Bereich im Moment. Und da ist zum Beispiel so, dass wir im Bereich Herbizidstrategie vielleicht mal schauen sollten. Also wo habe ich schon Probleme mit Resistenzen möglicherweise? Also im Moment ist ja so die Sachlage, dass eher Pflanzenschutzmittel weniger werden verfügbar am Markt, anstatt mehr. Und da muss man natürlich dann noch schauen, gerade wenn man eine intensive Getreidefruchtfolge vielleicht hat, wo kann ich dann auf Alternativen setzen? Sprich, ich könnte dann zum Beispiel den Striegel da am effektivsten einsetzen, wenn ich sage, okay, im Frühjahr nutze ich den. Ich kann Kruste brechen, auch in den meisten Fällen ohne eine Rollhacke zum Beispiel. Dann habe ich dadurch eben eine bessere Bodenbelüftung. Nährstoffe können besser aufgenommen werden.
Ich habe einen Gasaustausch, Niederschläge können besser aufgenommen werden, ich reg die Bestockung an. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass ich Dünger einarbeiten kann. Also da habe ich dann eben mehrere Vorteile daraus. Ich habe natürlich dann auch noch eine herbizide Wirkung, also Unkrautbekämpfung. Das heißt, ich habe mit einer Maßnahme ein chemisches Herbizid eingespart, habe meine, meine Strategie aufgelöst, bisschen gelockert. Und da ist das, denke ich, ganz, ganz hilfreich. Was man theoretisch auch noch machen könnte, ist, den Striegel dann auch ein falsches Saatbett einzusetzen. Unsere Maschinen sind dafür bekannt, dass sie eher robust gebaut sind. Das heißt, da können wir natürlich auch im Bereich falsches Saatbett was machen, also dass wir vor der Saat das Unkraut auflaufen lassen und dann chemisch oder mechanisch eliminieren, damit wir für die Kultur, für die Hauptkultur einen guten Start haben. Die ist sauber und dementsprechend müssen wir auch wieder weniger Herbizid in der Kultur anwenden. Also dann hat man natürlich den Vorteil, dass man dann sich die Herbizidanwendung in der Kultur spart. Mhm. Da denke ich, sehe ich gerade für konventionelle Betriebe, die es im Einstieg mal machen wollen, doch recht viele Chancen. Mhm. Jetzt habe ich eins rausgehört, Mineralisierung anschieben. Wir haben ja heute bei Horsch Live und auch gestern schon ein paar Mal darüber diskutiert, dass natürlich in manchen konventionellen Betrieben das Thema Düngung zur Startgabe vielleicht nicht ganz so komfortabel ist wie in den letzten Jahren, weil einfach Lieferengpässe da sind oder sehr, sehr hohe Preise. Jetzt könnte man natürlich da schon auf den Geschmack kommen, eine frühe Maßnahme zu fahren, um Mineralisierung anzuschieben. Was ist denn eure Erfahrung bei frühem Striegeln hinsichtlich Frost? Wie groß ist die Gefahr, dass ich tatsächlich die Kultur schädige? Also da muss ich natürlich aufpassen, dass ich nachts auf jeden Fall keine Minusgrade mehr habe, nichts mehr unter Null. Und auch absehbar, sage ich mal, ein, zwei Tage nach der Bearbeitung auch keine Minusgrade mehr folgend habe. Das ist ja aber ähnlich, sage ich mal, wie wenn ich mit einem entsprechenden chemischen Herbizid arbeite in verschiedenen Kulturen, schaue ich ja auch manchmal, dass ich nicht große Frostnächte noch habe. Da sollte man, denke ich, schon nochmal Rücksicht drauf nehmen. Aber das wird sich dieses Jahr, denke ich, schon zeigen, wie spannend es sein wird, denn ich denke, einige Betriebe werden vielleicht auf solche Alternativen zurückgreifen, dass sie sagen, okay, ich spare was ein in der ersten oder zweiten Gabe und setze vielleicht durch mechanische Bearbeitung auf Mineralisierung, bessere Nährstoffverfügbarkeit. Ja, das ist, denke ich, spannend und ich denke, dass wir da auch einige Versuche machen werden dieses Jahr. Ja, ihr seht, ich glaube, das Thema Striegeln oder generell das Thema mechanische Unkrautregulierung ist ein ganz, ganz spannender Bereich, der sich momentan, denke ich, sehr, sehr schnell vorwärts entwickelt, auch sehr dynamisch vorwärts entwickelt. Johannes, Andreas, vielen Dank für die Fragerunde jetzt im Anschluss an eure Produktpräsentation. Ja, und an euch natürlich vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn wir uns gleich wieder hier sehen zum nächsten Fachvortrag. Dankeschön.